Also, wer die Genehmigung hat, hier in der Schießhalle vergessen. Du weißt schon, was das hier ist? Königshaus? Ja. Gefängnis? Genau. Ja gut, aber das ist ja auch klar. Man kann da nicht so einfach reinmarschieren. Was müssen wir denn da so tun? Da müssen wir dann reinmarschieren. Gut, die erste Phase ist ja so, ihr seid nicht angemeldet. Ja. Da fängt das Problem schon an. Ja. Gut, hätten wir das vorher gewusst, dass ihr kommt heute, dann hätten wir es irgendwas ermöglicht, dass ihr so einmarschieren könnt, dann hätten wir die Leute weggeschlossen. Ja. Weil wir haben einen drinnen, der ist. Extrem, ne? Ja. Ja. Einzelhaft. Ja, und. Da kommt sie ganz schwierig rein. Ja. Was machen wir jetzt? Also, eine Frage: Wie viele Leute gehen denn rein? Zwei. Zwei möchten rein? Also. Die beiden Herren gehen jetzt dabei. Also natürlich die Begleitung, weil alleine können die nicht rein. Das ist erst ein Sicherheitstrakt, derjenige, den ihr, glaube ich, ja, nee. Aber wir machen jetzt immer so, weil ihr könnt nicht einfach so reinkommen. Also wir müssen schon erstmal filzen. Weil ihr könnt alles andere reinstellen, was die gerne haben möchten. Aber nicht. Oh! Ein Kilo oder was? Ja, kurz? Ja, meinst du, wie wir das schaffen, hier hochzulaufen ohne das Zeug? Also, das bleibt auf jeden Fall draußen. Was ist das? Nein! So, ihr sagt was? Seid ihr clean jetzt? Alles sauber? Gut? Anderes. Müssen wir noch beweisen, dass wir, das ist ja ein schwerer Fall, den wir da haben. Ja. Oh. Also den können wir nicht einfach so mitgeben, da müsst ihr schon so ein bisschen jetzt beweisen, dass der bei euch ist. Wo der Tisch ist, also da musst du mal ein bisschen 2 Meter auf jeder Seite frei bleiben. Also besser als 3. Ich muss rein, ja. Ich muss rein, ja. Die schießt nicht. Sind Sie sicher? Nein! Oh Mann. Wer will schießen? Das wird nichts. Okay, hab ich gemacht. Halt, jetzt muss ich nochmal. Gut. Geschafft. Hast du gut gemacht. Bitte. Hast du gut gemacht. So, nun. Jetzt müsst ihr selbst wissen, ob ihr ihn haben wollt oder nicht, ob das reicht damit eurer Sicherheit. Habt ihr doch gesagt, das reicht. Ein bisschen für Grenzen. Uns reicht das locker. Ja, gut, dann. Ja. Gut. Dann dürfen sie, wa? Dann dürfen sie rein. Und er schützt fest bei uns im Oh!
zum Zug. Augen gerade auf. Hört euch. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und den langen Weg hierher geschafft habt. Ich möchte mich als erstes jetzt mal bei meinen Eltern bedanken, dass ich das hier alles hinbauen durfte, mich hier abholen lassen durfte. Bei meinen Helfern, bei meinen Nachbarn, Geschwistern, bei meinem Pfingstclub, die never plü, die auch meine Einladung angenommen haben. Ich glaube, falls ich was vergessen habe, entschuldige ich mich dafür. Ist, glaube ich, warm genug, dann möchte ich, dass wir ein bisschen Spaß haben, zwei, drei Bier trinken und ein bisschen lustig sind, feiern sind. Okay? Sehr gut. Best of Talk, Jack and Sunday, Job am Talk mit Hurra weggetreten. Ich glaube, es ist hier keiner verdurstet. Klostermachtaner haben für richtig Stimmung gesorgt. Ganz vielen Dank natürlich auch an die Helden im Hände von Andreas und Ilona, die das hier möglich gemacht haben, dass sie geschmückt haben. Und dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch eine Bitte, damit das gleich schnell geht, damit wir nicht so in der Sonne stehen. Um 2:30 heißt der Adieu, das ist Erich. Um 2:30 pfeift der Adieu, pfeift der Adieu, dann bitte ich euch, antreten, linksrum, Abmarsch ins Zelt, weil dann sind wir so wenig wie möglich irgendwie da draußen auf heißen Teerplatten. Können wir das so machen? Das war's auch und die Klostermachtaner können jetzt natürlich auch gerne noch nicht Oh,
bitten, dass gleich die amtierenden Könige das Königsschießen eröffnen, damit wir da die Schießwettbewerbe starten können. Klosterbachtaler geben gleich noch ein Konzert zu Kaffee und Kuchen, wie sich das gehört. Anmeldung Nachfeier sind natürlich immer noch möglich bis heute. Wäre unwahrscheinlich schön, wenn hier da viele Leute sind. Heute Abend, denkt bitte dran, nach dem Klosterbachtaler spielt hier die Lukas-Band. Wäre schön, wenn wir hier alle im Zelt sind. Das war's, Akku wegdrehen lassen.